So, hallo Jungs, hier ist der Marc. Wir machen heute die Vorderachse zusammen auf Deutsch, die Hinterachse habe ich Französisch gemacht. Die Vorderachse ist einfach ein klein bisschen, also ist ein bisschen mehr dran, weil wir ja vorne ein Teil mehr haben pro Seite. Wir haben dafür CVDs, hinten waren es Dogbones. Ich weiß, der Lüfter funktioniert von dem Ladegerät, weil ich gehe nachher fahren. Hier ist ja das echte Leben. Ich kann nicht alles stehen lassen, jedes Mal, wenn ich ein Video mache. Also, du brauchst natürlich die Zelle. Und hier musst du zuerst mal gucken, ob alles schön rein zusammenpasst, bevor du da zusammenschraubst. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem LC Racing Kit hier. Mir fehlt Befestigung von der Karo hinten. Zwei, drei Sachen waren da nicht ganz so, wie es sein sollte. Und auch, siehst du, die Anpassung hier, Einpassung, irgendwie klemmt es da ein bisschen. So. Geht relativ schwer und das will ich nicht mit dem Druck von den Schrauben zusammendrücken. Es muss reingehen. Die Keile hier auch gehen schwer rein, relativ. Also muss sie reinklopfen und die haben auch noch einen Weg. Guck mal, habe ich gar nicht aufgepasst. Siehst du, hier bin ich dagegen und der ist nicht rund, der ist oval. Das heißt, du kannst ihn nicht einfach drehen. So machen wir da beide gleich so rum. Das heißt, die Heckteile müssen gegen oben gucken, nicht gegen unten. Also ich wiederhole, dass wir da keine Anleitung haben. Wir machen das einfach mal so wild. Am Heck musstest du aufpassen, weil natürlich die Einstellung ist von dem Sturz und Anti-Squat. Also gegen oben heißt so rum. Vorne sind alle gleich, du musst aber aufpassen, weil du hast ein Keil, der hinten ist. Die Lochkreise, siehst du, stimmen nicht. Das ist der vordere, das ist der hintere, der ist ein bisschen fetter, der ist ein bisschen schwacher. Und ich habe jetzt, glaube ich, vorne zweimal falsch gemacht. Guck mal, vorne musst du gegen unten gehen mit dem Dinger, nicht gegen oben. Die Vorderachse ist dann so, von der Seite gesehen schräg. Also muss das nach unten gucken und die zwei hinteren nach vorne. Vorteil, nach ein paar Mal geht es gut rein und raus. Schade, dass, also ich sage jetzt schade, ich guck mal jetzt in der Tüte. Die liefern eine kleine Tüte damit mit Ersatz. Weiß aber nicht, ob sie Keile dazugeben. Ne, sind nur Schrauben. Das heißt, wenn sowas kaputt geht, bist du am Haken, musst du bestellen. Kannst aber locker, wenn du jemanden hast, der 3D drückt, das mal schnell aus TPU machen, ein bisschen härter aus Gummiteilen. Und also man könnte es auch natürlich mit Plastik selber machen, braucht dann ein bisschen Zeit. Du musst erstmal die Form machen, dass es reinpasst, dann das Loch also nicht durchbohren eben. Also die zwei Keile machen wir erstmal ran. Das ist vorne, hier kommt ja die Hauptritzel rein. Vorne ist der fette Manni, haben wir ja gerade gesagt. Die meisten Schrauben sind 3x10. Ich habe nur zwei lange natürlich für Stoßdämpfer oben und zwei mittlange für Stoßdämpfer unten befestigen. So, die hinteren Keilen machen wir erst dann ran, wenn wir die Querlenker dran haben. Die sind, also die hinteren könntest du rummachen, wie du wolltest. Sind symmetrisch, die vordere auch. Wir haben keinen Weg und auch keine Aufsparung speziell für Stoßdämpfer und so. Also machen wir das auch so hier. Das ist natürlich eine linke und eine rechte Seite. Da steht mal nichts drauf.
Also wir schauen nur mal kurz auf der Explosionszeichnung. Also gegen vorne. Umgekehrt als hinten. Hinten war das gegen hinten. Hier ist es so rum. Und die Kugelbolzen gehen hier rein. Natürlich an der Lenkung oben. Hier auch, ist nichts symmetrisch, da ist ein Link in der rechten Seite. Das ist immer das Schwierige, wenn du nur so eine Explosion hast, wo nur die Hälfte drauf ist. Ist nur eine linke Seite drauf. Sollte mal so sein, oder? Ja, mal umgekehrt. Dann geht es auch, aber die Links so tief ist, ist komisch. Man könnte natürlich auf den Originalteilen gucken, aus Kunststoff. Ob da was draufsteht. Nur mal zu sicher sein. Ja, bei denen steht es drauf. Guck mal, this is the left side. Links ist hier. Also waren wir richtig. Mann, diesmal hatte ich Glück. Gehört dazu, wenn du blond bist. Bisschen Glück. So. Du brauchst Loctite, du brauchst Fett für in die Zelle. Differential haben wir ja schon zusammen gebaut. Hier ist er mit dem Teflonfett drin. Das ist der, der ein bisschen schwer geht. Das ist der Heck. Am Heck haben wir, nicht Teflonfett. Hier, doch, hier ist Teflonfett drin, das klebrige Weiße. Und am anderen haben wir Lithiumfett reingemacht, das ein bisschen flüssiger ist. Wir haben von dem auch hier, das ist mit Kupfer oder sowas drin. Für natürlich Hauptzahnkranz zu schmieren. Wir haben die Achsen für die Querlenker, die Achsen für die Hubs hier. Wir haben zwei winzige kleine Achse hier für die Mitnehmer, 12 Kant. Die haben übrigens auch ein Loch für eine Madeschraube. Da können wir auch schon ein bisschen Loctite drauf machen. Gerne, wenn es ein bisschen ganz ein bisschen eindrücken, bevor ich die Schraube reinmache. So, also Hauptritzel hier drauf machen, ein bisschen Loctite und die Schraube, die hier ist. Das ist eine 2 mm Schraube nur, nicht 2,5. Klitzekleine Schraube. Nicht übertrieben, aber sie muss halten. Sonst fällt sie rein, hast ein Problem. Die Nuss hinten rate ich dir nicht sofort drauf zu schrauben. Machst erstmal das rein, weil eventuell, wenn du es sofort an Anschlag gehst und anschraubst, bist du dann zu satt. Wenn du zu satt zusammengehst, geht es nicht rein oder vielleicht bist du zu weit. Hier sieht es aus, als ging es sauber. Also hier auch ein bisschen Loctite drauf. Die kleine Madeschraube. So, wir machen auch schon gerade die Madeschraube rein. Komm mal her. Sorry, wenn ich im Weg bin oder nicht, sorry. Wie sagst du das Leben? Ich bin kein Profi-Video-Mensch, ich bin ein Hobby-Ärzte-Freak. Ist ja alles umsonst. Klag nicht. Sonst mache ich ein zahlbares Kanal, dann kannst du motzen. So, ich mache gerne mal ein bisschen alles bereit und dann mache ich den Zusammenbau. Machen wir mal die Gewinnstangen zusammen auch. Die Koppelstangen hier hast du kein Maß auch, also machst einfach mal ran. Wir sehen dann, wenn es zusammen ist, wie, wo, was, wenn. Ich mache es einfach so viel links wie rechts an. Hier am Gewinde natürlich Augenmaß. Wie gesagt, einfach hobbymäßig. Du kannst natürlich alles voll abmessen mit dem Mikrometer.
Das Ding schlagen wir dann durch ein Feld mit 3S und in die Luft. Also keine so eine riese Sache. Hier auch sind asymmetrisch, also gehen wir mit dem Einstellteil gegen außen. Wenn wir zusammenbauen, haben wir auch so gemacht bei alle anderen. Mit den Alunarben hinten habe ich gemerkt, dass wir längsweg Spiel haben mit der Nuss. Da fehlt uns eine Unterlagscheibe und am besten geht die hinten ran, damit die Welle nicht ausfahren kann. Von der Nuss haben wir mit dem Kunststoff nicht. Die Aluteile sind einfach nicht so gut angepasst. Jetzt werden wir sehen, wie es vorne aussieht, ob es auch so ist. Ja, ich nehme jetzt auch eine Zange, mache es zusammen, aber ich mache ja nicht zu satt. Ich drücke ja nicht das Ding ab. Siehst, da ist keine Spur drin. Keine Panik. So, ich kann verstehen, es gibt diffizile Menschen, das dürfen sie auch. Einfach daran denken, wenn du diffizil bist, nervt die anderen nicht damit. Ist deine Sache. Mach's für dich. Sag den Leuten, du findest, dass es so besser ist. Sag denen niemals, du musst. So, die Lenkung. Ist alles im Aluminium, also machen wir alles mit Loctite dran. Die natürlich im Plastik sind, brauchen das nicht. Das sind die vier mit den kurzen Gewinden, die gehen dann in den Shock Tower. Da ist hinten dran eine Mutter. Aha, das war zu viel Gas. Achtung mit den Dinger. Dann hier reinkommen zwei Madenschrauben, um natürlich den Federweg zu begrenzen. Was natürlich als Effekt hat, auch das Auto tiefer zu legen. Wenn du natürlich hier fest anziehst, kann der Querlenker nicht runter. Das heißt, der Chassis geht auch runter. So, da wir ja gerade das kleine Teil dran haben, nämlich noch die zwei 2,5 mm Schrauben hier, die halten die Achsen hier fest. Das ist immer so lustig, dass die Schrauben sind immer von vorne drin. Da genau kommt ja immer das ganze Dreck zu fliegen. Also vorne jetzt natürlich noch weniger als hinten, ist klar, aber irgendwann ist trotzdem mal Dreck drin. Wenn sie hinten wäre, wäre es einfacher. Kommst natürlich nicht so schön ran. Aber du kannst ja die hintere Dämpfung eindrücken. Damit kommst du auch in gerade Linie drauf. Im Schraubenzieher. So. Immer. Natürlich gucken, dass das alles schön arbeitet. Jetzt dazu noch hier Loctite reinmachen. Aber Achtung! Nicht zu viel, damit jetzt die Büchsen, die wir da reinmachen, nicht klemmen. Ich mache jetzt die mal von innen rein. Gewisse sind dann außen, aber meistens ist es von innen. Ja, klappt. Das sind jetzt die Originalbüchsen. Die liefern da auch mit dem Alu. Und wir haben da auch andere Schrauben. Also nehmen wir die Schraube speziell für das Alu. Wir nehmen aber die schöne Chrombüchsen. Oder silbrige oder Inox, was es ist.
Kreuzschrauben. So, habe ich da, sind die lang genug? Ja, ja. Weg mit dem Ding. Raus. Ich habe nichts gegen Kreuzschrauben, aber ich habe gern, wenn überall alles gleich ist. Und so, ein einziehen. Gucken, ob alles frei ist. Ja. Läuft schön. Dann machen wir dasselbe hier. Hätte vielleicht die andere Zelle schon reinmachen müssen. Jetzt werden wir mal sehen, ob das passt oder nicht. So, ist alles schön frei. Hat ein bisschen Spiel, ist normal. Ist ja ein Spielzeugauto, oder? Also. Komm, die machen wir mit der CVD-Welle rein. Wenn du hier längs weg Spiel drin hast, wenn die 12 mm Mitnehmer drauf sind, musst du unterlegen, weil wenn das Ding sich so bewegt, kommt auch das Lager aus der Führung raus und schabt das Aluminium ab. Ganz einfach. Also vorne ist Spiel okay, es ist nur, also wirklich hinten ist viel. Das ist fast einen halben Millimeter Spiel hinten. So, ja, so ist gut. So gefällt es mir. So. Ich mache eben gern die Querlenker erst zusammen, dann auf die Achse. Meistens der Hersteller machst du den Querlenker drauf, dann arbeitest du mit dem Zeugs, das links, rechts ist, dann wieder links, wieder rechts und alles fällt herum. Wenn du so machst, so mir passt lieber so, kannst du ruhig arbeiten, wie du willst und dann erst alles auf die Zelle bauen. So, die zwei Chromteile, zwei Schrauben. Dann kann jeder machen, wie er Lust hat. Das heißt, schmieren oder nicht, ist dir freigelassen. In der Regel schmiere ich alles. Ein bisschen, ohne zu übertreiben. Das Auto bleibt aber im sauberen Bereich. Und es kriegt ja immer ein bisschen Sprühöl nach der Fahrt oder vor der Fahrt. Meistens nach der Fahrt. Ja, auch ist alles frei. Ja. Ja, auch. Ja. Wenn du nicht so kleine Unterlagscheiben hast, kannst du natürlich auch am Lager untersetzen mit einer größere. Heißt Außendurchmesser Lager. Darf aber nur dünn sein. Es muss natürlich nicht den Teflonring berühren und zerstören. Sonst klemmt alles. So. Voilà. Also, jetzt machen wir Shock Tower dran, der hat keinen Weg, der Heck. Shock Tower machen wir in der Endreview, hat einen Knick, das ist extra gemacht, um eine gewisse Richtung zu haben. Das ist natürlich unten, da kommen die Kugelköpfe ran. Wir machen sie alle rauf aufs Maximum, weil mir stört es nicht, wenn das Auto ein bisschen kippt in der Kurve. Ich fahre ja Offroad mit dem Ding, nicht Onroad. Guck mal jetzt, was ich mache. Ich nehme jetzt auch die Flachzange, um die Schrauben dann zu ziehen. Das sind ja winzige kleine M3.
natürlich nur mit Schlüssel machen, wie du willst. Ist dein Auto. Du machst, wie du es willst. Da darf dir keiner sagen. Nur raten dürfen die Jungs. Es gibt immer 150 verschiedene Arten, was zusammen zu machen. Und am Schluss ist es so, dass auch wenn wir mal motzen, weil es nicht so sein sollte, müsste zusammengeschraubt werden, am Schluss dass das Ding trotzdem geht. Dass eventuell der Fahrer noch dich sowieso überrundet. Es gibt Leute, wenn du in den Club gehst, die fahren 10 Minuten, dann stehen sie eine Stunde am Rumfummeln, am Rumsteilen und am Machen. Und es gibt Leute, die nur fahren. Und am Schluss sind es die, die nur fahren, die vorne stehen. So, jetzt machen wir das rein. Hier guckst du auch, dass alles schön frei ist. Die haben wir schon gecheckt, ist gut. Kein Unterlagscheibe, nichts nötig. Das ist doch schön, oder? Funktioniert einfach herrlich. Es gibt so viele große, also groß genannte Marken, wo du da immer alles scheimen musst. In alle Richtungen. Scheim dies, Scheim that. Manchmal sind es so viel Scheim dran, dass es eine Unterlagscheibe ist, nicht mal mehr ein Scheim. Finde ich gestört. Deckel zu. Wie gesagt, schön von Hand zudrücken. Voilà. Jetzt können wir ihn festschrauben. Nageln, wollte ich gerade sagen. Also, 6x, 3x10. Nicht übertreiben beim Ziehen. Das Ding muss nur Kontakt auffassen. Bisschen draufdrücken, tschüss, fertig. Lagerbock Scheiben drauf, das habe ich auch gern. Ist auch meistens so bei denen. Weil das Auto hat gewisse Sachen wie 1:8 und das jetzt Zusammenbau ist typisch 1:10. Zähle in der Höhe gespaltet. Meistens auf 1:8 haben wir Heckzugang. So. Jetzt machen wir die Querlenker rein. So rum geht es besser, Mann. Qualität von der Schraube ist auch gut bei AC Racing. Jetzt, wie gesagt, die Anfertigung von ein paar Teile hier war ein bisschen nicht ganz so. Die Keile, siehst du, haben wir richtig reingemacht. Läuft alles schön schmeidig, das ist gut. Hier auch 2x, 3x10. Wenn du mehrere Schrauben auf irgendwas hast, nicht eine nach der anderen anziehen. Erstmal alle fassen, Kontakt aufnehmen, dann anziehen. So. Ist immer noch alles frei. Klemmt ein klein bisschen. Jetzt werden wir hier ein bisschen lösen. Ja. Voilà. So habe ich es lieber. Jetzt machen wir Schocktower drauf. So rum. Ja, ist auch 4x10. Am Heck war natürlich noch der Flügelhalter dran. Mit 4 Schrauben. Also 2 Schrauben waren ja mit der Zelle zusammen und 2 extra für den Flügelhalter. Hier sind noch 2 Löcher für die Karohalterung. Die machen wir dann am Ende drauf. Ich muss ja noch für hinten das organisieren. Das fehlte eben im Bausatz hier. So. Voilà. Fahren wir die Welle rein.
und klipsen das drauf. Ja, sieht hier auch, haben wir zu lang gelassen, müssen wir alles zusammenschrauben. Okay. Machen wir mal grob zusammen. Bin ich jetzt richtig rum? Nee. Falsch rum. Ist auch gut, wenn die Gewinde weit drin sind. In Kugelpfannen, weil Schwachstelle ist dann immer da, wo kein Gewind ist. Das Loch ist noch da, aber das Gewind ist nicht drin. Am Outcast 8S ist es mir das jetzt schon zweimal passiert, dass die Kugelpfanne geknallt hat am Ende vom Gewinde. Natürlich weiß ich, dass ich da überwild gemacht habe. Aber wenn wir es probieren, nicht probieren, wissen wir es niemals, ob es hält oder nicht. Das ist Fakt. Für die Wissenschaft ist Probe nötig. Also. Das heißt, der muss so rum. Jawohl. Ich hoffe auch, dass du, wenn du einen Bausatz machst und die Anleitung nicht hast oder dich Fragen stellst, weil du Anfänger bist, das kleine Budget, also mal den kleinen Bausatz hier genommen, hast du erstmal eine gute Wahl getroffen. Die sind cool. Ich mag die LC Racing, sind einfach Hammer. Wenn du es vorstellst, ein Funtech DTX STX kostet 150 Euro. Vielleicht jetzt nur noch 130, weil sie sich nicht loskriegen. Ist natürlich größer als das, aber hat Kohlenmotor. Fahrt 35 km ungefähr vorwärts. Kann man nicht von Speed und Power reden. Hat Kunststoffreifen, hat Federweg, also Federfahrwerk, kein Stoßdämpfer. Der lümmelt so rum wie eine 2CV. Hat keine Bremse, er knallt Rückwärtsgang rein und schießt da das Hauptzahnrad raus. Und wenn du ihn mit einer Bremse willst, also es kommen jetzt, also neuere Modelle kommen jetzt, sie haben es gehört, sie haben es zugegeben, diskret natürlich, die sagen die das niemals, also in der Öffentlichkeit einfach groß so, ja wir haben gelogen, nein, nein. Also auf jeden Fall kommt was, also das heißt jetzt kannst du einen Empfänger kaufen für 20 Euro, weil Empfänger und Funke sind in einem. Dann kannst du schon mal die also Empfänger ersetzen, dass du ein anderer Regler montieren kannst. 20 Euro und dann ein Regler, der bremst, wenn du auf der Kohle bleiben willst. Auf jeden Fall am Schluss hast du für 20 Euro mehr die LC Racing RTRs mit auch Batterie, mit Lipo-Batterie, mit Lipo-Ladegerät dabei. Sind kleiner, aber die fahren durch dasselbe Dings durch. Selbe Gelände, kein Problem. Und sind einfach kleine Bombe. So. Hier auch immer gucken, dass alles schön frei bleibt. Ist ja also eine Stahlkugelpfanne drauf, Kugelkopf, also sollte es gehen. Dämpfung schön schmeidig. Ich habe jetzt 350 CST eingefüllt. So, ja, das ist schön. Gefällt mir. Ist ein bisschen straffer als die RTS. Die RTS sind sehr weich, aber sind sehr gut unterwegs im Gelände. Und natürlich ein bisschen mehr Sprünge machst, ist es ein bisschen weich. Aber die Autos sind leicht. Das Hauptknall im Boden macht denen nicht viel aus. So. Mir auch nicht. Das ist für den K
Karo-Halter. Komm, machen wir ihn dran. Lustigerweise ist es der Karo-Halter über mega lang. Also. Und hat hier eine kleine Rille, damit er hier in das Dreieck reinpasst. Also machen wir. Komm, machen wir ran. Kunststoffe von LC Racing sind auch gut. Siehst du, hast wirklich einen guten Anzug. Kommt noch Stabi-Stange drauf, das kommt als letzter. Hast du nicht auf den RTS drauf, die ist auf den nur auf den Bausatz. Das kommt am Schluss. Nur mal weglassen. So, das war's für die Vorderachse. Achtung jetzt, gut zu hören. Das letzte Schritt, das Chassis, machen wir auf Franz und Deutsch zusammen. Das heißt, ich rede Französisch und Satz 2, dann Deutsch ein Satz 2, damit ich das nicht zweimal machen muss. Ganz einfach, ich schraube nicht wieder die ganze Diff-Teile weg, Mitteldiff und die Lenkungsteile weg, damit ich das wieder auf Deutsch machen kann. Es passt mir so, es ist mein Kanal, wie gesagt, es ist alles umsonst, aus Spaß, aber ich muss irgendwo Zeit sparen, damit ich euch alles zeigen kann. Und es wird dann lustig, weil wir sind jetzt auf ein kleines Teil und wir gehen dann dank einem deutscher Laden auf ein rieses mega Monster Teil. Kommt was Spezielles, Jungs. Das war's für heute. Also wie gesagt, morgen zweisprachig. Wenn es natürlich Freitag ist, kommt es Montag. Zweisprachig das Centerteil zusammenbauen und dann kommt noch wahrscheinlich mache ich zwei Teile, so Centerteil zusammenbauen und dann noch am Schluss das Auto, wenn es fertig ist, mit Elektronik drauf. Macht's gut, Jungs.